Ja, vom 30. Januar, also von jetzt an quasi bis zum 3. April, gibt es im Borussia die Fotoausstellung Heimat zu Hause im schönsten Stadion der Welt. Diese Ausstellung, da sitzen wir, stehen wir quasi gerade und wir haben sie heute feierlich eröffnet. Ich spreche jetzt mit den beiden Inszenierenden und vor allem mit den Autoren des Buches. Janni und Reinaldo, ihr habt euch im Prinzip gemeinsam überlegt, ein solches Buch auf den Markt zu bringen. Jetzt könnt ihr ja sagen, Bilder vom Stadion gibt es wie Sand am Meer. Warum muss dieser Bilderband her? Es gibt wirklich viele Bilder vom schönsten Stadion der Welt. Aber es gibt dennoch keinen schönen Bildband. Also es gibt kein Buch, wo man ins Regal greift und sagen kann, boah, was haben wir für eine geile Hütte. Und es kam aus einem Film, den ich gemacht habe zum 40-jährigen Geburtstag. Da war ich mit einem Kameramann im Stadion 3 Nächte und wir haben hier geschlafen und so viele Winkel gesehen, dass ich dachte, boah, das muss man mal mit einem guten Fotografen machen. Und dann habe ich auch relativ schnell einen guten Fotografen gefunden mit dem Herrn, der links neben mir steht. Ja, genau. Du hast hier mit Reinaldo nicht irgendein Partner geschnappt, sondern einen absoluten Profi. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ich bin mit dem Bild beim extrem zufrieden. Also Reinaldo hat durchaus die hohen Erwartungen, die ich an ihn hatte, mehr als erfüllt. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben einen Profi jetzt hier. Du hast mit deiner Serie Fußballtempel das Thema zur Diplomarbeit gemacht und bist Mitgründer von 11 Freunde, wie wir rausgefunden haben. Warum lässt sich der Fußballmythos nicht los? Was bringt dich dazu, immer wieder den Fußball zu inszenieren? Ich glaube, als Fußballfan, der wir ja alle sind, lässt sich diese Frage gar nicht so rational beantworten. Wer geil auf Fußball ist, der bleibt geil auf Fußball. Und ich glaube, das geht jedem von uns so. Ich liebe es, Fußball anzuschauen. Ich gucke im Urlaub gerne Fußball an von Vereinen, die ich in meinem Leben noch nie gehört hatte. Ich fotografiere auch gerne Fußball, weil ich versuche durch meine Arbeit als Fotograf, das, was ich empfinde, als Foto einzufangen und diese Emotion, diese Geilheit auf Fußball irgendwie auf meinen Fotos wiederzugeben. Das ist so mein Ziel, mein Anspruch. Jetzt habt ihr dieses Buch gemacht und die Frage, die dich natürlich dann anschließt, weil wir stehen ja heute im Museum, war die Ausstellung sofort schon geplant oder war das dann eine spontane Idee, die sich daraus ergeben hat? Eine Mischung aus beiden. Ich glaube, jeder, der anspruchsvoll fotografiert, der freut sich natürlich immer, wenn seine Bilder ausgestellt werden. In diesem Fall, dadurch, dass hier das Borussia direkt anschließt, also rein baulich, hat sich diese Idee eigentlich von selbst ergeben. Wir haben ein schönes Bildmaterial, wir haben hier eine Ausstellungsfläche. Natürlich haben wir dann relativ schnell auch gefragt, als das Buch dann fertig war, als wir was zu vorzeigen hatten, haben wir das dem Borussia gezeigt und denen angeboten, pass auf, wenn ihr Lust habt, wir hätten Lust. Was bekomme ich denn zu sehen, wenn ich mir jetzt ein Ticket fürs Borussia kaufe? Man bekommt hier im Sonderausstellungsraum mehr als 50 sehr speziell auserwählte Bilder über eben das schönste Stadion der Welt. Und wir haben hier Perspektiven von außen, die man vor allem als Nicht-Dortmunder nicht wirklich kennt. Also da gibt es wirklich Winkel, von denen man das Stadion sieht, das hätte man vorher nicht gedacht. Und wir haben halt auch von Positionen fotografiert, wo man als normaler Fan eben auch gar nicht hinkommt. Wir waren unterm Catwalk und haben da wirklich Aufnahmen. Die sind schon ganz schön fett, die gehen schon ganz schön unter die Haut. Ja, jetzt können wir ja mal über eure ganz persönlichen Lieblingsbilder sprechen. Reinaldo, was ist denn dein Lieblingsbild von dir und warum ist es dazu geworden? Mein Lieblingsbild hängt da, ich weiß nicht, ob die Kappe. Ihr blendet es ein. Alles klar. Einfach weil diese auf der einen Seite wilde Ansammlung von Aufklebern, gleichzeitig doch irgendwie relativ aufgeräumt, aufgeklebt, da ist eigentlich kaum ein Aufkleber auf dem anderen drauf, sondern jeder hat so seine kleine Kachel. Das ist eben so skurril und so lustig. Sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen und ich glaube, ich habe schon vieles gesehen im Fußballstadion, deswegen ist es irgendwie mein Lieblingsbild. Zu dem Bild noch, das ist relativ lustig, weil ich habe mit meiner Freundin das Buch mal dann angeguckt und sie war total überrascht, ach, so sieht das aus bei euch. Wir haben Reinaldo und ich wirklich relativ viele Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir unerkannt aufs Damenklo können. Da sieht es aber nicht so aus. Also du weißt es wahrscheinlich auch nicht, wie so ein Damenklo aussieht. Das Herrenklo am Block 12 sieht schon sehr speziell aus und wer heute mal muss, der kann ja immer vorbeikommen. Okay, das ist ein Geheimtipp jetzt fürs Stadion. Wie sieht es aus bei dir? Was ist dein Lieblingsbild? Ja, mein Lieblingsbild sehen wir hoffentlich jetzt. Das ist die Nordtribüne. Vom Catwalk fotografiert, eine Perspektive, die man als Fan natürlich nie hat. Und das war beim Spiel gegen Bayern München.
Und ich finde, das sieht einfach irgendwie geil aus, wie die Leute da sitzen, aufs Spielfeld gucken und völlig in ihrem Spieltagsmodus sind. Das finde ich schon sehr speziell und auch sehr anspruchsvoll fotografiert. Auch wenn es eigentlich fast ein einfaches Motiv ist, aber ich finde es sehr schön fotografiert. Okay, jetzt natürlich die abschließende Frage. Wenn ich dieses Buch zur Ausstellung kaufen will, was muss ich tun, wo kriege ich das? Das gibt es überall, sowohl in der Fanwelt beim BVB als auch in der Mayerschen. Überall, wo es Bücher gibt, gibt es unser schönes Buch. Okay, also danke an euch beide erstmal, dass ihr heute hier wart. Sowieso hier, klar wegen der Ausstellungseröffnung, aber danke, dass ihr bei uns wart. Und für euch natürlich nochmal der Hinweis, Heimat, die Fotoausstellung eröffnet jetzt hier und ab sofort kann man sich das Ganze angucken. Bis zum 3. April. Wir sehen uns gleich wieder und dann sprechen wir mal über eine kleine Exkursion nach Norwegen.